Kevin liebt Rennwagen. Zum ersten Mal in seinem Traumauto fühlt er sich schon wie ein richtiger Formel-1-Star. Kevin will Rennfahrer werden. Wir sind hier in der Nähe von Berlin. Zwischen 0 und 100 bin ich auf 99,9. Also sehr aufgeregt. Und was mich hier erwartet, glaube ich, dass es hier eine Rennstrecke gibt oder so. Ich weiß es nicht. Falsch gedacht. Hallo, ich bin der Kevin. Ich suche meinen Coach. Kevin, komm rein. Das ist keine Rennstrecke. Das ist ein Rennstall. So, Kevin, du kannst jetzt gerade durchgehen und dann rechts um die Ecke, da wirst du die Rennautos finden. Danke. Er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bin ich sprachlos, ja. Hier werden nicht Normalautos repariert, die auf der Straße fahren, sondern richtig Rennautos, die nur auf Rennstrecken fahren dürfen, die auch viel mehr Leistung haben wie normale Autos. Und das ist schon was Besonderes. Schrauben, tüfteln, tunen. Aus Motoren das Maximum rausholen. Bei Kevin ist es Liebe auf den ersten Blick. Hier ist es richtig geil. Und das Geilste, sein Coach ist der Chef persönlich. Hallo Kevin, ich bin Hallo. Der Peter. Grüß dich, du bist jetzt mal mittendrin. Ja. Und du sollst nicht nur staunen, sondern du sollst auch mitmachen. Motorsportlegende Peter Mücke. Seit 40 Jahren im Rennsport erfolgreich. Unzählige Siege, mehrmals Europameister. Große Erfolge feiert er auch mit seinem Motorsportteam. Er machte Sebastian Vettel groß und brachte David Coulthard ganz nach oben. Ralf Schumacher und Peter Mücke managen gemeinsam sein starkes Team. Auf Kevin wartet ein einmaliges Programm. Es ist ein Kick und das muss man erlebt haben. Der erste Kick, Teamklamotten für Kevin. Und? Jo, krass. Geiles Gefühl. In Orange, ja, passt. Er gehört dazu. Ich fühle mich recht zufrieden und das ist auch voll cool hier. Voll cool, ja? Ja. Das ist schon mal schön. Er ist ein sehr erfahrener Rennfahrer und gewesen. Und von ihm kann ich bestimmt viel lernen. So, da ist der Sven. Der ist der Mechaniker, mit dem du zusammenarbeiten wirst. Dann fängst du an zu arbeiten und mal zu sehen, wie das Leben so ist als Motorsportmechaniker. Gut. Da haben wir uns halt ein bisschen darüber unterhalten über das Fahrzeug und dann kam ich halt auf die Frage, ob ich mich mal da reinsetzen darf. Zum ersten Mal in einem echten Rennwagen. Da geht mit Motorsportfan Kevin die Fantasie durch. Ganz schön fest, wa? Ja. So, also ein relativ, also einen normalen Rennfahrer würde ich jetzt noch relativ fest da anschneiden. Oh, da hat er ja wenig. Also das ist noch nicht alles, ja. Hat er wenig Platz zu atmen. Die Gurte sind alle fest angeschnallt, weil wenn man jetzt so einen Berg mit 200 km/h runterfährt und dann auf 80 abbremsen muss, das muss ja ruckzuck gehen und dann kommen ja halt richtig die Körpermasse ins Spiel. Das ist dann hier die Umdrehung. Genau. Hast du halt praktisch solche Flashlights. Die gehen dann an, wenn du dann in den Drehzahlbegrenzer kommst. Wenn du in den Drehzahlbegrenzer bist, kannst du dann schalten. Und wo schaltet man hier? Schalten tust du hier. Du hast einen ganz normalen Schalthebel. Ja, genau. Und dann, das Schalthebel habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe eher gedacht, entweder Schalthebel oder so Knöpfe. Für mich wäre es schon ein Traum, hier in so einem Auto rumzufahren. Das wäre ein Traum, ein richtiger Traum. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich Feierabend. Was mich persönlich noch mal interessieren würde, ich würde dich gerne mal im Kart fahren sehen, dass ich mal sagen kann, ja, okay, wo stehen wir denn? Aufregung pur, weil einer der Besten guckt zu, wie ich fahre, muss ich mein Bestes geben, ja. Adrenalin pur, natürlich. Das ist aber nicht so wie eine Prüfung, dass man nun sagt, ja, der ist gut oder der ist schlecht,
sondern das sieht man im Laufe der Arbeit dann automatisch, wo er sich hin entwickelt. Kevin will natürlich alles geben, an die Grenzen gehen. Kann er vor seinem kritischen Coach bestehen? Nächstes Mal Kameracoaching für Julie und die Vorbereitung für das entscheidende Casting. Bewährungsprobe auf der rutschigen Kartbahn. Kevin muss seinen Coach überzeugen. Schluss mit Schonfrist. Sharon soll tanzen. Vor wildfremden Leuten. Kann ich nicht.